Hallo und herzlich willkommen zum Tagebucheintrag Nummer 2 zur Tomonari Collection hier auf Endtower TV. Und wir steigen einfach mal direkt ein. Und unser erster Weg natürlich direkt in unser Penthouse. Ja, und wir sehen schon, der Kevin, ja, dem geht's nicht so gut. Ich musste ihm leider die traurige Nachricht überbringen, dass meine Ex-Freundin für ihn nichts ist. Darum, ja, ist er jetzt nicht so glücklich. Können wir jetzt auch nichts machen. Tja, ist halt Pech, ne? Ja, jeder muss halt um sich selbst kümmern. Gehen wir lieber mal zum Holger. Der Holger schläft im Moment in seinem schicken schwarzen Haus. In seinem schicken schwarzen Zimmer. Oh, ich kann kein Deutsch. Ja, ich habe ihn jetzt wieder einmal baden lassen. Jetzt sind die Haare wieder normal. Weil das mit Rot, das ging überhaupt nicht. Und der Holger möchte gekitzelt werden. Ich habe es einmal hingekriegt und danach nie wieder. Los, Holger. Nies! Nies! Es klappt einfach nicht. Die wollen einfach nicht mehr niesen. Zack, 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 zack. Los, Holger, niesen. Gibt's einfach nicht. Jetzt krieg ich bestimmt wieder Klopapier geschenkt oder irgendwelche Taschentücher. Ne, ich krieg gar nichts geschenkt. Also der Holger ist aber wieder mal ganz geizig. Dafür kriegt er jetzt von mir lecker Weltraumtrank. Das hebt er bestimmt ab. Om nom nom. Oh, er isst die ganze Packung mit, ey. Da ist aber, steckt aber Hunger hinter. Und Holger ist ein Level aufgestiegen. Was kriegt der Holger denn mal? Der Holger ist Heavy Metal Fan. Ne, ist seine Wohnung. Holger ist Heavy Metal Fan. Daran kriegt er jetzt hier. Gut. Gehen wir wieder zurück. So. Hier möchte gespielt werden. Also, lassen wir mal spielen. Das ist hier die Freundin von Holger. Und da steht mein Name. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich kenne mich nämlich aus, wenn es um mich geht. Ja, ich finde mich ganz toll. Das war bestimmt die Antwortmöglichkeit. Und dafür kriege ich Geld. Oh, super. Wenn ich das immer sage, ich finde mich ganz toll und dafür Geld kriege, dann mache ich das jetzt nur noch. Gehen wir mal hier hin. Es wird auch schon dunkel. Das Abendro bei uns ist noch hell total. Aber in Tomodachi Collection wird es schon dunkel. Ja, ich möchte was spielen. Oh, jetzt reicht es aber mit diesen dämlichen Federn. Ich glaube, ich habe schon mal eine Überschrift gefunden. Ja! Yes! Yes! Geil! Dass ich mich jemals freue, jemanden zum Niesen zu bringen, indem ich ihm eine Feder in die Nase stecke. Ja! Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ja, wirklich jetzt ein Teleskop. Nein, ein Fernglas. Wie heißt das jetzt? Fernglas? Ne? Ich glaube, es heißt Fernglas. Es ist schon spät. Ich kann nicht mal klar denken. Jetzt gibt es hier dieses leckere Omnom. Oh ja, schmeckt gut, ne? Das schmeckt gut. Und ich steig ein Level auf. Guck, wir steigen richtig auf heute. Das ist doch mal. Nein, ich will keine Wohnung. Ich gebe ihm dieses Lied hier. Von der letzte Müll, aber ist egal. Hauptsache Lieder. Damit ja das Symbol freigeschaltet wird. Gut, dann gehen wir jetzt mal heute. Ja, ist okay. Leider, der Kevin im Moment traurig. Gehen wir heute einfach mal zum kleinen Häuschen von Niki und Iwata. Ja, ganz romantisches Paar. Zu wem gehen wir denn mal? Wir gehen mal zu Niki. Ladies first. Hallo! Die hat eine Katze geschenkt bekommen. Von mir. Ja. Und die Niki hat Hunger. Die kriegt für mich ein gutes Stück Kuchen, ey, wie sich das gehört. Om nom nom. Jetzt habe ich einen guten Singpunkt gefunden gerade. Gut. Schalten wir dem Herrn Iwata auch nochmal. Ja, nicht erschrecken, wir bleiben jetzt ganz ruhig. Komm mal wieder runter. Iwata hat ja ein Laufband für mich geschenkt bekommen, damit er schön fit bleibt.
Oder hat er schon eine Katze? Oh doch, es haben die zwei Katzen. Die kratzen doch jemals die Augen aus. Ich habe dem Dennis übrigens eben auch eine Katze geschenkt. Schon im Vorhinein. Gut, gehen wir wieder raus. Es ist noch dunkler geworden, glaube ich. Jo, jetzt ist es schon richtig finster. Nein, wir gehen jetzt mal zu den Statistiken. Ich interpretiere jetzt einfach mal frei. Das ist hier, wer hat die schönsten Haare? Da ist der Erik ganz vorne. Der Pascal direkt dahinter. Ich bin auf Platz 4. Oh ja, beim Holger ist natürlich schon ein bisschen kritisch. Aber der Schulli, der ist aufgestiegen. Und Ben ist ganz unten. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Das hier, wer ist am beliebtesten, heißt das? Ja. 100 Punkte, eindeutig. Und ganz unten ist... Ja, der Tim ist ganz unten. Und der Schulli. Ja, der Schulli ist auch neu dazugekommen erst. Jetzt hier, wer ist der attraktivste Mann? Interessant, ich bin der Einzige in der Top 3, der aktuell keine Freundin hat. Trotzdem eine hohe Punktzahl. Ganz unten, der Ben. Oh, der Ben ist ganz abgestürzt. Wie gemein. Jetzt kommen hier die beliebtesten Frauen. Ja, die Freundin vom Holger ist ganz oben. Die Freundin vom Iwata. Die Frau, muss man jetzt mittlerweile schon sagen. Ist unten und meine Ex-Frau in Tomodachi Collection, die ist ausgeschieden. Die ist immer noch schockiert. Das hier ist... Oh, ich tätschle ihm auf den Kopf. Das ist der die meiste Zuneigung. Ich meine, der besonders wichtig ist natürlich. Oh. Aber wenn man die eintippt, passiert dann was? Passiert nichts. Und das ist, wer ist der Reichste? Oh, ich bin wirklich. Wie viel habe ich denn? 231.000 Yen. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich ausgestattet habe, wer die meisten Goodies bekommen hat. Oh, da ist Nervion auch ganz weit unten. Es tut mir leid. Ich investiere mehr in euch. Kein Problem. Wie spät sind wir denn schon? Oh, wir sind schon ganz schön spät. Dann... Was machen wir denn nochmal kurz? Da gehen wir mal kurz nochmal... Nee, am Ende immer, nicht vergessen, noch ein schönes Musikstück. Das ist der Einzige, der schon alle Musikstücke freigeschaltet hat. Dieser Mi. Auf geht's. Machen wir das zweite Musikstück. Ich glaube, das ist das zweite. Auf geht's. 3, 2... Super, klasse, fantastisch. Gut, das war wieder der zweite Tagebucheintrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bei Kritik, Lob, einfach in den Kommentaren bei Endtower oder bei YouTube. Und das sehen wir, wir lesen uns alle Kommentare durch. Wir versuchen natürlich alles so zu verbessern, dass es euch gut gefällt. Jetzt zur lustigen Animation des Tages. Der Nermion, yeah man, der wirft Steine auf irgendwelche Polizisten im Protestzug. Gut. Das war Nils für Endtower. Wir sehen uns im nächsten Tagebucheintrag zu Tomodachi Collection. Tschüss!